Ich möchte nur fragen, glauben Sie nicht, Herr Professor, dass dieses massive Kopf, dass diese massiven Kopfverletzungen, wo dann die Kinder in Zwangsjacken gestellt werden, gegen die Aggression, gegen diese Heime sind? Glauben Sie nicht, dass wenn man sie nicht in den Heimen gibt, keine Aggression und auch nicht diese Behinderung dann auftritt, sondern dass sie normal leben? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Und eine Frage, die sehr leicht zu beantworten ist. Das sind Kinder, das sind Jugendliche oder Erwachsene mit Gehirnen, in denen sich ständig elektrische Entladungen abspielen. Wo also der Kopfschmerz so groß ist, so intensiv ist, dass man, wie man im Volksmund sagt, ich habe solche Schmerzen gehabt, am liebsten wäre ich mit dem Schädel an die Wand gerannt. Das heißt, die dämpfen die Schmerzen, die aus ihrem Gehirn kommen, die elektrischen Entladungen, und es sind Entladungen, die wahnsinnige Schmerzen machen. Das habe ich ja vorhin gar nicht begriffen. Die haben entsetzliche Schädelweh. Entsetzlich Schädelweh. Und versuchen jetzt, man sagt doch auch, ich habe mich so geärgert, am liebsten hätte ich mich in den Hintern gebissen, sagt man ja auch. Also man fügt sich einen Schmerz zu, um über etwas anderes, was man nicht regulieren kann, hinwegzukommen. Das ist der Grund, warum die Kinder sich schlagen. Die Erklärung, die Anne hier gebracht hat, die stimmt also nicht. Nur, es ist natürlich so, wir haben jetzt an unserer Klinik einen Buben, der kam in der Zwangsjacke zu uns. Und wir haben ihn aus der Zwangsjacke herausgebracht und jetzt schlüpft er selber in sein eigenes Gewand hinein wie in eine Zwangsjacke. Also es gibt so Verhaltensmuster, Stereotypien, die aus jahrelangen Gewohnheiten entstehen. Aber wenn Sie sich das Gehirn dieses Jungen anschauen, was sich da abspielt, wie der zum Beispiel unter Frontenwechsel und der Wetterwechsel leidet, was für Schmerzen der da hat, wie die Augen da herausquellen, dann wundert man sich nicht, dass er sich am Schädel hat. Eine weitere Frage. Werden die Schmerzen dadurch kleiner, indem man sie in Zwangsjacken steckt? Nein, er schlägt sich nur nicht selber. Er fügt sich keine Hirnblutungen zu. Wenn er dauernd schlägt, Anni, kommt es ja zu feinen Blutungen, so wie bei einem Boxer. Und dann kommt's zu... braucht er das, damit dann die Schmerzen leichter werden. Du, aber es kommt ja dann zum Tod. Er bringt sich ja um, denn die Blutungen werden ja immer größer und immer massiver und dann ist das Leben nicht mehr damit vereinbar. Schauen Sie, Herr Primarius, ich bin gegen Zwang. Und sobald ich Zwangsjagd gehöre, ich meine, jetzt ist doch ein massiver... auch ein Schmerz, wenn ich mich da und so, das ist doch ein Schmerz, was diesen Menschen zugefügt ist. Anne, wenn du so entscheiden würdest als Arzt, dann ist dieser Mensch in 3 Wochen tot. Ich kann nur entscheiden als Mensch. Ich bin kein Arzt. Und ich bin ein Mittler von einem Menschen. Ich bin ein Arzt und ich glaube auch ein Mensch zu sein. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich ihn nicht beschränke, wie man sagt, dann ist er tot. Dann bringt er sich um. Was ist also wichtiger? Das ist eine Abwägung. Ja, was ist wichtig? Das ist eine Abwägung. Also,